Jo moin, hier ist wieder Vagant mit einem anderen Unboxing, mit einem neuen Unboxing-Video. Und zwar habe ich bei eBay dieses Fahrzeug gefunden, habe ich noch nie gesehen in Striker. Es war ein amerikanisches Fahrzeug wohl. Und hat mir so sehr gefallen, also dieses Minenräumschild, dass ich ihn einfach haben musste. Kostet circa 30 Euro das Fahrzeug, inklusive Porto. Und ja. Zum Karton kann man nicht viel sagen. Hier sieht man, dass Foto-Ads-Teile dabei sind. Und dann, dass man im Minenräumschild wo optional gerade oder eben in Keilform bauen kann. Also ich werde natürlich Keilform nehmen. Das sieht cool aus. Denn da packe ich mal aus. So. Ja, ein ganz schöner Stapel an Teilen. Zum ersten Gussrahmen zu sagen, weil das erste, was man sehen kann, ist ein guter Eindruck, die Teile sehr detailliert und wieder perfekt gegossen, ohne Fischhäute und ohne irgendwelche Sachen, die man wohl nacharbeiten muss. Zu den Teilen selber kann ich nicht so viel sagen, außer dass das wohl fürs Heck ist, die Ausstiegsluke hinten. Der Bausatz hat aber kein Interieur, also wird ja, hat das keinen Sinn, wenn man das Ding offen darstellt, denke ich mal. Wenn man da hinten reinguckt, ist es ein bisschen traurig, wenn da nichts drin ist. Ja, die nächsten Bauteile, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, was wo hingehört. Und also das Teil oder die Teile sind wohl für das Schild vorne. Ja, also jedes Teil sieht perfekt gegossen aus. Druckqualität, das habe ich wieder erkannt hier. An der Seite sind so Materialkörbe an dem Fahrzeug auf dem Bild zu sehen und das sind die hier. Sehen auch sehr gut aus. Ich weiß nicht, was das alles ist. Na, oh Gott, jetzt geht's los hier. Viele, viele kleine Gussäste. Hier ist einer mit Luftpolsterfolie gesichert. Darunter schimmern sehr zerbrechliche Teile durch, also dünne Sachen, also sehr gut verpackt. Oh, definitiv ein Ami hier. Ist ein Kaliber 50 Browning Maschinengewehr. Was gut zu sehen ist, das ist auf jeden Fall ein Ami. Und Details sind sehr gut. Nächster Gussrahmen. Kleinteile, das ist, so wie es aussieht, wieder für das Schild vorne. Kann mich auch irren. Das sind auf jeden Fall Teile für das Schild. Für das Minenraumschild. Und hier sehe ich gerade zwei Tüten mit den gleichen Teilen. Das ist alles für Schild, definitiv. Ja. Also sechs Gussäste mit den gleichen Teilen drauf für den Schild. Das ist ganz schön viel. Ganz schön viel. So. Next. Das ist wohl die Luke. Fahrerteile für die Kabine und irgendwas für hinten. Ja, wieder keine Fischhäute und so. Ja, keine Ahnung, was das alles ist. Ich kann immer nur sagen, ich lass mich überraschen. Das habe ich aber wieder erkannt und zwar die Aufhängung für die Räder und natürlich die Räder selber. Und wenn die hier nicht drinne sind, dann sind die aus Gummi wahrscheinlich irgendwo drinne. So, das war der letzte Gussast. Jetzt, na, nicht, dass das alles zusammenfällt hier. Was sehe ich denn da? Foto-Ads-Teile und. Ah ja, okay. Hier, Foto-Ads-Teile, das sieht so aus, als würde das zum Räumschild gehören vorne. Und diverse andere Kleinteile, Foto-Ads-Teile, wo ich natürlich nicht weiß, wo die hingehören. Aber sehen gut aus. Da lasse ich mich mal überraschen. Nächstes. Ah, ich habe da noch was Gutes gesehen. Also Decals, überschaubare Menge, kleiner Bogen, viele kleine Sachen. Alles nur Bezeichnung. Und hier ist irgendwas Schwarzes. Achso, ja. Das sind so Aufkleber, die werden garantiert hinter die Fahrerscheibe geklebt, weil man ja nicht ins Auto gucken kann. Aber das ergibt irgendwie so keinen Sinn. Und besser ist es wohl, das drin schwarz anzumalen oder in Anthrazit. So, da sehe ich aber was Gutes. Und zwar sozusagen Kartonmodellbausätze von Cola- und Pepsi-Kisten.
Das ist aber eine nette Dreingabe, die ich noch nicht gehabt habe bei Trompeter. Und hier ist noch irgendwas, so goldene Streifen, ich weiß nicht, wofür die da sind. Das ist auch gedruckt. Kein Plan. Und nochmal. Was schimmert da? Ah, super. Also noch mehr Kartonmodellbausätze. irgendwelche Kästen mit arabischen Schriftzeichen. Ach so, Wasserkisten, Kartons mit Wasser. Und auf der Rückseite die Marschverpflegung der Amerikaner, diese Boxen. Das finde ich auch sehr gut. Danke, Trompeter, für diese Beigabe. Das ist echt klasse. Hier hinter ist noch ein Beutel. Oh, okay. Hier ist eine Tüte mit vielen kleinen Beuteln. Hier sind so aus Metall gebogene Teile. Das ist auch alles fürs Räumschild. Die Ketten. Zwei verschiedene Kettengrößen, jeweils auch fürs Räumschild, dann verschiedene Drähte. Ne, doch zwei verschiedene und dann noch mehr Metallteile. So die Federn, wo die vorne am Räumschild sind. Cool. Metallteile. Da. Da ist noch was zum Auspacken. Zur Anleitung komme ich jetzt gleich. Das ist das Oberteil. Das Oberteil sieht sehr gut aus, sehr detailliert. Die ganzen, das sind hier diese ganzen Nupsis, das sind die Schraubverrichtungen für die doppelte Panzerung. Das sind alles Panzerplatten, die kann man im Original alle abschrauben. Woher ich das weiß, weil das die meisten Fahrzeuge, die eine Panzerung haben, haben das System so, falls das beschädigt ist, dass man die Platten austauschen kann. Ja. Also auf jeden Fall ein schickes Fahrzeug, der Aufbau. Wie gesagt, ich kenne den nicht, den Wagen, aber der ist auch nicht kleiner als ein Panzer von der Grundfläche. Hat viele Luken und so. Schade, das wäre bestimmt echt gut gekommen, wäre das Interieur dabei, weil die ganzen Luken, die hier sind, da kann man schön viele offen darstellen. Könnte man so, ergibt das natürlich keinen Sinn, die offen darzustellen. Kleiner Gieß erst mit. Ach, Fahrerkabinenteile. Kleiner Scheibenwischer. Und wenn man die Kabinen, die Fahrerkabine, das Dach kann man so hochfahren und dann hat das eine richtige Windschutzscheibe, eine kleine. Dafür ist das da. So. Ja, hier ist auch das Fenster dazu. Seitenscheiben. Ein paar Glasteile. Transparente Teile. Der Tür. Oh. Gummireifen. Ja, viele, viele kleine Gummireifen. Auch sehr schön. Ballon. Ich weiß nicht, was das ist, aber sieht gut aus. Gut. So, letztes Teil ist die Wanne von dem Fahrzeug. Ja, kann ich auch nicht viel zu sagen. Sie soll sauber gegossen. Und sicherlich, wenn das mit den anderen Teilen ergänzt wird, sieht das bestimmt ganz nett aus. Auf jeden Fall ist das, ah, kann das so sehen, ein schön großes Fahrzeug, was viel Platz wegnimmt in der Vitrine. Nein, ganz so schlimm ist das nicht. Ich pack das mal wieder dahin, wo es hingehört, erstmal. So, Klappe zu und jetzt kommen wir zur Anleitung. Da, Anleitung und. Ah. Okay. Also Farbschemata, Tabelle, da gibt es ja hier nicht viel zu sagen. Das ist alles wohl in dem Lichtgrün. Alles Light Green. Und ja, hier sieht man das Rammschild in der geraden Position, das Räumschild mit den Halterungen und in der Schräglage. Das gefällt mir nicht so. Muss ich sagen, aber das gefällt mir hier auf der Seite. Das sieht echt krass aus. Also auch wieder einfarbig. Da werde ich mich dann mal mit der Modulation beschäftigen. Bei dem Fahrzeug lohnt sich das sogar. Mit der Airbrush-Modulation der Farbe. Das ja, habe ich noch nicht gemacht und das ist ein Objekt, wo ich das gerne mal ausprobieren würde. Ja, kommen wir mal zur Anleitung.
die Inhaltsangabe über die ganzen Gussrahmen, die dabei sind. Also eine Menge, Menge Teile für doch nicht so viel Geld. Ich bin schon beeindruckt. Und wie nicht anders gewohnt von Trompeter, ist die Darstellung der Bauanleitung gut. Also nicht so viele Bauteile in den Schritten. Also auch für Einsteiger eigentlich gut zu bauen, denke ich mal. Also für Anfänger. Bei Drecken ist das ja so, dass pro Seite immer 1000 Teile sind oder so und dass man da leicht mal den Überblick verlieren kann. Besonders wenn austauschbare Parts dabei sind. Ja, also echt eine Menge Teile, die da an das Fahrzeug angebaut werden müssen, an die Außenseite. Das ist ja richtig, richtig vollgestopft. So, ich mach mal ein bisschen zu hier. Ah ja, hier ist dieser Bogen in diese Masken. Also sind das Airbrush-Masken, die dabei sind. Ah, das ist aber gut. Das sind Airbrush-Masken. Ich glaub's ja nicht. Haben die sich auch mal was einfallen lassen? Finde ich gut. So. Ja, viele, viele, viele kleine Teile. Wo ist denn der Schild? Da beginnt der Schild. Das ist auch eine ganze Menge. Wie gesagt, das sind 6 Gussäste, also eine Menge Kleinkram zu bauen. Das macht bestimmt viel, viel Spaß. Alleine schon der Zusammenbau, da bin ich echt mal gespannt. Ja, klasse. Und das mit den Metallteilen und den Ketten da dran, das finde ich auch echt, echt gut. Ja, so. Ah, hier auf der Rückseite nochmal die Anleitung, wie die Kartons gefaltet werden müssen. Ja. Also mein Fazit zu dem Bausatz, auf jeden Fall ein Must-Have und ich bin auch schon gierig darauf, den zusammenzubauen. Aber der kommt in der Warteschlange ein bisschen weiter hinten und dafür gibt es auf jeden Fall von mir einen Baubericht auf der Homepage. Beziehungsweise werde ich wohl ein Video machen zum Zusammenbau bei dem Fahrzeug und das wird dann wohl das dritte, was ich mache beim Zusammenbau. Die anderen sind leider alle noch nicht geschnitten, weil ich damit noch nicht klarkomme. Das ist nicht so mein Spezialgebiet und ich gebe mir Mühe, euch da mal bald ein Video präsentieren zu können. Und ja, ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen und euch wieder Anregungen gegeben, vielleicht dieses Fahrzeug zu kaufen oder eben anderes. Es gibt übrigens von dem netten Modell hier gibt es nämlich noch ein zweites. Also auch den Striker, der hat ein anderes Waffensystem drauf und hat vorne so ein Rollenminenräumsystem, so mit Rollen, die Minen dann gleich zerstören. Und ja, das wird dann wohl der nächste sein, den ich mir dann in meine Sammlung ziehe. Dauert aber noch ein bisschen. Ja, ich danke euch fürs geduldige Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, habe ich auch nichts gegen. Und wenn ihr irgendwas sagen wollt oder euch äußern wollt zu den Modellen oder zu diesem Modell jetzt speziell, dann würde ich mich über Nachricht unten in den Kommentaren freuen. Also, dann bis zum nächsten Mal, euer Vagant.